Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich habe bekommen so eine große Beute Gurken, so einen Ausschussgurken und krumme und kleine und verletzte und vielleicht ein bisschen angeschlagene. Und die habe ich heute angekocht für einen Gurkensalat für Winter. Und da kann ich ein bisschen Geld sparen und nicht unbedingt teure Gurken im Winter kaufen. Und so sieht er aus. Noch sehr heiß. Decke schnell zu, meine Gläser. Und hier ganz bisschen noch in die Schale übrig geblieben. Da kann ich euch so zeigen. Kann auch probieren, ist schon nicht mehr sehr heiß, aber warm. Und so köstlich, liebe Freunde. Und das wird so schnell gemacht. Und wir brauchen gar nicht so richtig im Kochautomat ankochen. Es kann man einfach nur mit heiß abfüllen. Wird auch ein Jahr, wahrscheinlich sogar noch länger, wenn noch die Gläser übrig bleiben, stehen. Es ist wirklich heiß abgespült, sauber gemacht, wird nichts passieren. Und wenn ihr Interesse habt, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Wie gesagt, das waren ja alles Ausschussgurken und die sahen nicht so besonders aus. Die waren auch und krumm und klein und groß und so weiter. Die Haut so nicht so besonders gut, deswegen habe ich die einfach alle geschält. Dann könnte ich auch manchmal sehen, was es unter der Haut ist. Und habe ich die jetzt in die Scheiben geschnitten. Und werden wir aus denen einen wunderbaren Salat für Winter machen. Ich habe jetzt hier abgewogen. Bei mir sind jetzt hier 3 Kilo Gurken. 600 Gramm habe ich den Zwiebel in so eine Rinne geschnitten. Gebe auch dazu. Ich hoffe, dass ich alles hier in meine Schüssel bekomme. Sonst muss ich größere Schüssel nehmen. Aber es fällt auch noch alles so zusammen. Und gebe dann auch Gewürz. Ich gebe erstmal jetzt nicht so viel Gewürz, weil danach, wenn ich dann werde kochen, kann ich noch ein bisschen Sud probieren und noch dazu was geben. Weil jetzt möchte ich gerne nicht übersalzen zum Beispiel. Ich habe jetzt mir nur 25 Gramm Salz abgewogen und dann werde ich sehen, ob ich es brauche. Noch 40 Gramm Zucker. Eventuell kann man brauner Zucker nehmen, nur er wird ein bisschen dann Farbe wechseln. Was kann man noch sehr gut machen und dafür habe ich auch ein Rezept, Gurken in Tomatensoße einkochen, auch wunderbares Gericht. Dann kann man frische Kräuter nehmen oder getrocknete. Bei mir ist es zu den Garten ein bisschen zu weit, deswegen habe ich mir auch schon genug getrocknet und gebe ich ja, so 2 so eine große Esslöffel schon. Kann man ein bisschen sogar mehr geben. Kann man auch Petersilie nehmen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Schärfe dazu geben oder frische Chili schneiden oder einfach Pulver. Ein paar Pfefferkörner, Gewürze nach Geschmack. Und Salz, liebe Freunde, bitte keine iodierten. Und mit dem Öl. Öl ist nicht unbedingt notwendig. Ja? Wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Bedenken habt, dass ihr mit Öl einkochen oder anlegen, mögt das nicht. Könnt ihr es ruhig weglassen. Es ist nicht erforderlich. Ich habe gute Erfahrungen mit dem Öl einzukochen. Deswegen habe ich überhaupt kein Problem, das was dazu ein bisschen machen. Die manche machen viel mehr Öl rein als ich. So, und das werden wir jetzt alles gut verrühren und lassen wir so ungefähr 2 Stunden stehen. In diese 2 Stunden, liebe Freunde, bitte immer mal ein bisschen umrühren, dass die Gemüse sich ein bisschen so vermischen gut. Und danach machen wir weiter. In dieser Zeit können wir schon unsere Gläser vorbereiten, sauber machen und abkochen, weil diese Gurkensalat koche ich danach nicht mehr ein.
So, es sind jetzt fast 2 Stunden. Wir stehen unsere Gurken. Schaut, wie viel Saft haben die gelassen. Ich habe kein Tropfwasser hier dazu gegeben. Es ist alles Gurkensaft. Und jetzt kann man in 2 Varianten machen. Kann man das gleiche jetzt in den Gläser packen und in Einkochautomat einkochen. Oder ich mache eine schnellere Variante. Ich gebe das jetzt alles in einen großen Topf und koche das auf ungefähr 10 Minuten. Haben wir jetzt alles in die Schüssel gemacht. Decken wir zu, dass es schneller aufkocht und kann man auch nebenbei mal ab und zu umrühren. So, meine Lieben, der Topf steht auf dem Herd und es wird langsam schon heiß und es sieht man schon, es fängt zu blubbern. Jetzt geben wir den Essig rein. In meinem Fall nehme ich ganz normale Tafelessig, 5%. Und kann man aber auch Apfelessig nehmen. Gebe ich jetzt rein. Und jetzt kann ich den umstellen auf 10 Minuten. Und 10 Minuten köcheln. Könnt ihr auch probieren, wie ist das nach eurem Geschmack. Ich habe jetzt noch 1 Teelöffel von dem Salz dazu gegeben. Mehr nicht. Aber die Geschmäcker sind unterschiedlich. So, decke ich zu und jetzt 10 Minuten köcheln lassen. Und so, es sind jetzt 10 Minuten vorbei. Die köchelt sich richtig. Schaut. Und ich habe jetzt schon eine Gurke rausgenommen, eine Scheibchen, und probiert. Nach meinem Geschmack ist wirklich lecker. Und diese Gurke kann man so schön für die Hotdog verwenden, für den Burger verwenden, kann man auch dazu machen. So, und jetzt werden wir alles in die Gläser füllen. Ich stelle mein Herd auf 1, dass die Gurken immer heiß bleiben, und werde die umfüllen. Dafür benutze ich Trichter, dass der Rand bleibt sauber. Erstmal nehmen wir richtig schön nur Gurken und dann zum Schluss den Sud. Ich nehme keine großen Gläser, sozusagen, wenn mal wird aufgemacht, dann kann man gleich aufessen. Bisschen drücken. Und wie gesagt, ich koche dann nicht mehr ein. Ich werde meine Gläser einfach mit der schönen warmen Decke zudecken und langsam abkühlen lassen. Und bis jetzt ist es, hat immer alles gut funktioniert. Zumachen, richtig schön zudrehen. Und eventuell kann man für 5 Minuten oder 3 Minuten auf den Kopf stellen, dass die Deckel nochmal sich richtig schön aufheizt und dann zieht es richtig schön ein. So, stelle ich erstmal auf eine Unterlage. Und wenn ich jetzt mit diesem Gläschen fertig bin, dann kann ich den ersten schon umdrehen. Und so mache ich immer. Den voll machen und der andere steht erstmal ein bisschen auf die Deckel und alles schön heiß abfüllen. Dann klappt das alles. Im Fall, wenn doch gekleckert wurde, dann schön den Rand sauber machen. Das ist wichtig. Besonders, wenn ihr das mit dem Öl arbeitet. Deckel zu. So, und dieses Glas jetzt geht auf den Deckel und den anderen drehe ich um. So, jetzt letzte Gläschen. Und lasse ihn ganz kurz auf den Deckel und den vorletzten drehe ich dann schon um. Die sind alle noch die Deckel nach oben gebogen. Und beim Abkühlen werden diese sich dann reinziehen. Ich werde dann noch mit dem warmen Deckel das alles zudecken und lasse dann die abkühlen bis morgen früh. Morgen früh bringe ich das alles in den Keller. Natürlich müssen wir auch noch Etikett machen, dass wir wissen, was da drin ist und wann gemacht wird. Und so viel ist es
übrig geblieben. Noch ein paar Scheibengurken drinnen und den Sud. Schaut, wie viel noch Sud übrig geblieben. Deswegen auf keinen Fall Wasser dazu geben. Es reicht eigene Gurkensaft. Ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen, weil es wird wirklich schnell gemacht. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!